Hallo liebe Freunde und ganz herzlich willkommen bei Peru Place von der schönsten Insel der Welt aus Zypern. Ich grüße euch. Ja, liebe Freunde, ich habe mal wieder Bock einzusteigen bei Star Trucker. Wir haben schon mal angespielt, aber ich finde, dieses Spiel hat es verdient, dass wir da mal ein bisschen tiefer einsteigen. Das will ich heute mal tun, beziehungsweise damit anfangen. Und ich hoffe, ja, ihr habt Spaß daran. Wenn ja, dann lasst gern ein Like, Follow oder ein Abo da. Lasst gern die Glocke mal läuten, ne? Ein paar nette Kommentare. Ein bisschen den Algorithmus triggern. Ist immer schön. Dankeschön dafür. So, ja, Star Trucker. Ja, was soll man sagen? Der wie Euro Truck Simulator oder eher American Truck Simulator, aber im Weltall und natürlich ohne Räder, stattdessen mit Düsen. Eine coole Sache und ich habe einen Film entdeckt. Durch Zufall, ich habe es gestern schon gepostet bei Facebook und Co. Der nennt sich Space Truckers von 1996. Den gibt es auf YouTube sogar zu teilen, im Original, ungekürzt. Zu gucken auf YouTube. Und ihr werdet sehen, wenn ihr da mal reinschaut in den Film, da gibt es sehr, 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 sehr viele Ähnlichkeiten zu diesem Spiel. Natürlich, von dem ganzen Inhalt ist hier bei Star Trucker nicht zu sehen, aber die gesamten Trucks, wie sie konzipiert sind, auch die Anhänger und einige Details, ich glaube, da haben wir einen Space Truckers-Fan, der dieses Spiel programmiert hat. Egal. Ich wollte es nur mal ansprechen. Wir wollen aber nicht lange sabbeln, wir wollen ja ein bisschen spielen. Aber ich wollte es einfach mal sagen, weil macht mal den Vergleich. Es macht Spaß. So, und außerdem, auch wenn der von 1996 ist und ein bisschen überdreht und ein bisschen zu bunt manchmal, der Film ist schon irgendwo cool. So, wir machen ein neues Spiel. So, ich bin da ein bescheidener Mensch. Ich konzentriere mich aufs Fahren. Ja, steigen wir hier kurz mal ins Tutorial ein. Ich muss auch ein bisschen wieder reinkommen und. Ja, dann schauen wir mal, was passiert. So, ich hoffe, es ist von den Einstellungen her okay, dass das Bild stabil ist. This is 1044, the big rig that just broke down in Onyx. So, und wir haben es in der Einführung letztes Mal schon gesehen. Wir werden erstmal ein paar Löcher flicken müssen. Da vorne sehen wir schon das erste. Und deshalb werden wir auch gleich zum Anfang mal das erste Mal unser Schiff verlassen müssen. So, da ist unser Raumanzug. Ich glaube, ich muss beim nächsten Mal ein bisschen an der Qualitätsschraube ein bisschen runternehmen. Es ist ein bisschen hackelig, dafür Entschuldigung. So, jetzt passt das Anzug ist an. Also ich hoffe, das funktioniert für heute. Ne? Es ist, ja, was soll's machen, ne? Ist auf dem Steam Deck. Wir spielen das Ganze auf dem Steam Deck. Deshalb müssen wir mal qualitativ leider auch ein paar Abstriche machen. Aber ich will es euch schon in einer ansprechenden, sage ich mal, Auflösung zeigen. Und wenn es dann minimal ruckelt so ein bisschen, dann, ja, werde ich das billigend in Kauf nehmen müssen. So, da haben wir den Höhenbruch. Also bei unserem kleinen Test habe ich gelernt, in der Ruhe liegt die Kraft. Es bringt überhaupt nichts, hier zu hetzen und ja, chaotisch oder hektisch zu werden, bringt nichts. Immer schön stoßweise ran, so, da ist das Loch. Also ich habe extra jetzt die Vorlage gewählt, dass wir zwar Lecks haben, aber jetzt nicht übermäßig. Ich sag mal, auf normalem Level reicht ja auch, ne? Also ich fahre ja jetzt nicht zum Dauerreparieren, sondern ja, zum Trucken, ne, zum Space Trucken in dem Fall. Da sind Reparaturen normal und okay zwischendurch, aber ich will das jetzt nicht als einen der Hauptbestandteile. Ich bin ja froh, wenn ich hier die Routen finde, ganz ehrlich. Das wird sowieso eine so eine, ja, so eine Sache. So, wie immer gilt hier, was ich auch schon vorher gesagt habe in unserem Testvideo, es ist eine tolle Atmosphäre. Ne? Also hier, ne, der Blick in das Weltall mit dieser Sonne im Hintergrund, dieser Space Highway, auf dem wir gerade stehen, die Atmosphäre ist einfach klasse. Und normalerweise habt ihr natürlich auch Musik,
die ich aus Urheberrechtsgründen natürlich leider ausschalten musste. Es ist coole Country-Rock-Musik, wirklich geile Trucker-Musik und ja, schade. Die macht natürlich sehr viel von der Atmosphäre des Spiels auch aus. Kurz nochmal zurück auf den Film, den ich vorhin angesprochen habe. Space Truckers von 1996. Dieser Stuhl hier mit diesem Bügel ist fast 1:1 aus dem Film übernommen. Ne? Also wie gesagt, schaut ihn euch mal an. Ich habe da ja einen Beitrag geschrieben. Ich glaube, ich verlinke euch den Film auch hier nochmal in der Videobeschreibung. So, der Dusty Bear meldet sich wieder. Okay, ja, jetzt. Wir machen jetzt hier nochmal das Tutorial. Wie gesagt, wir haben es ja nur einmal kurz angespielt. Okay. So, genau. Jetzt werden wir das erste Mal Gas geben. Ab geht's. So, es geht Richtung Atlas Prime. Wie war hier nochmal die Kamera? Ah ja. Ach, Leute. So ein schönes Spiel. Also ich finde es so schön. So, da kommt dann gleich auch schon das erste Portal. Da wird man gleich nochmal die Mini-Einführung kommen. Und da ist es schon. So, ja. Ne, Sprungtore ermöglichen dir verschiedene Orte in der Galaxie zu erreichen. Wenn dein Truck korrekt ausgerichtet ist, wird das Sprungtor automatisch aktiviert. Genau, dann kommt diese Ampelschaltung. Sobald alle grün sind, können wir Gas geben und honk honk geht's durch. So. Genau so. Es ist grün. Das heißt für uns Startsignal, Hebel bedienen. Ich finde es sehr cool, dass du das manuell machen musst. Eins der schönsten Bilder hier, ne? Wenn wir mit dem Truck im Sprungtor sind, finde ich. So, und damit sind wir im ersten System. Finde ich auch schön. Das ist super. So, wir haben ja jetzt schon was dranhängen, das wir jetzt auch gleich abhängen sollen. Bezahlung ist immer wichtig. Finde ich auch sehr nett, dass die Kollegin uns gleich versichert, dass wir umgehend bezahlt werden. Ehrlich gesagt, ich hätte nichts anderes erwartet. Hallo? Ah, da haben wir links gerade einen Kollegen gesehen, der... Ja, gut, das haben wir ja. So, da ist unsere Abladezone. Mal ein bisschen Tempo rausnehmen hier. Okay. Das sieht besser aus. Ja. Ich glaube, das ist okay. Wir lassen ihn jetzt einfach mal so reingleiten. Ne? Reingleiten lassen einfach. Ja, wie man unten sieht, wir sind nicht die Einzigen, die hier gerade unterwegs sind. Okay, ich bin schon ausgerichtet. Das heißt, wir können hier den Spaß abkoppeln. Oh, habe ich... Wo war denn jetzt hier meine Hupe gerade? Wo ist die Hupe? Das ist natürlich eine wichtige Sache, ne? Mist. Eben habe ich doch gehockt. Ah! Okay. Das war gar nicht ich. Ich muss doch unbedingt sehen, wo die Hupe ist, Freunde. Ohne Hupe geht nichts. Das ist natürlich auch eine schöne Perspektive. Entschuldigung, Freunde, aber ich muss mir die jetzt erstmal alle angucken hier. So. Aber das hier ist natürlich die beste Übersichtsperspektive, nenne ich es jetzt mal.
So, jetzt müssen wir aber erstmal abkoppeln. Tada! Der erste Hüpfer. Nett formuliert. Die aus den Kohlen. Great job. Payment should already be with you. But if you feel like spending some of that hard-earned cash, just head on over to Palmview Station. You'll find they've got supplies, a few jobs on the board, and the best home cook for your protein this side of okay. Alpha Centauri. Futter, Zubehör etc. Das alles gibt es dort. Wir haben im Handschuhfach ein User Manual. Das finde ich auch sehr schön. Wo ist denn dieses ominöse Fach? Handschuhfach! Ach, guck mal, das hatten wir damals noch gar nicht gesehen, ne? Leute, wie geil ist das denn? Flughilfe? Oh, es gibt eine Flughilfe, die kann deaktiviert werden. Ich glaube, das lasse ich lieber. Ist es gerade aktiviert? Nee, die lasse ich mal lieber an. Nee, aber gut zu wissen, wir haben hier die Hilfe im Handschuhfach. Sehr schön. Jetzt werden wir erstmal zu dieser ominösen Station fliegen. Und diesmal bin ich schlauer, ne? In den Tutorials habe ich mich wirklich dämlich angestellt teilweise, ne? wir nehmen den Highway. Und ich kann das jedem raten, wenn ihr einen Highway habt, nutzt ihn. Es fliegt hier in diesem Spiel, in diesen Systemen so viel Müll rum, der euch leck schlägt in den Truck. Oh. Jetzt habe ich hier links hier einen Kollegen, nicht, dass wir crashen. Jetzt rede ich gerade über Crashes, ne? Da ist der Kollege. Man muss da echt aufpassen, weil ich habe ehrlich gesagt auch keine Lust, alle 5 Minuten auszusteigen und irgendwelche Löcher zu stopfen. Jetzt hat uns doch einer gerammt. Das ist witzig, wenn ich alleine fliege, ja, passiert sowas eigentlich gar nicht. Ja, wenn ich aufzeichne, wenn ich live mit euch bin, ja, dann passiert dauernd etwas. Wie jetzt zum Beispiel. Verkehrsunfall. Ich sehe jetzt aber keine Schadensmeldungen. Och komm! Ich muss doch da wieder wegkommen, ihr Vollpfosten. Da ist das Spiel ein bisschen unfair. Ich muss ja die Chance bekommen, wieder auf den Track zu kommen, hier auf die Fahrbahn. Ja, da kommt schon wieder der nächste Dödel hier. Das ist ein schöner Truck. Fahrlässiges Fliegen. Ah, kriegen wir auch gleich hier Abzüge, ne? Geht nicht nur auf den Lack, sondern auch ans Portemonnaie, ja? Ich hoffe, das kann ich dann auch gleich dann dort in einer Station reparieren lassen. So, hier sollte die Abfahrt sein, die Ausfahrt ist es auch. Vorsicht, der Kollege da oben wendet. Also man muss hier wirklich die ganze Zeit gucken, ne? So, genau, jetzt haben wir hier Andock. Sag mal, was rammen die mich denn alle weg hier, die Vollidioten? Leute, das ist aber nicht okay. Ich bin hier im Bereich einer Einparkbucht, Leute. Das habt ihr schon gemerkt. Das finde ich jetzt nicht fair, muss ich ganz ehrlich sagen. So, und jetzt haben wir auch noch Glück. Jetzt haben wir auch wirklich Glück, dass uns da keiner irgendwie ein Loch reingesemmelt hat, ja? Jetzt sind wir zwar hier ein bisschen angeschlagen. Der Lack ist ab. Das ist noch einigermaßen okay, ne? Aber, das heißt, okay ist nicht, ne? Muss ich ja gleich wieder bezahlen. Aber, ja, wir sind noch ganz, ne? Ich muss jetzt nicht raus hier, Reparaturen machen oder so. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Wo ist denn jetzt hier unser Ziel? Da. So. Das finde ich jetzt eine sehr coole Sache.
die Rückfahrkamera fürs All. Das ist natürlich eine coole Sache. So, dann sehen wir mal zu, dass wir schnell hier uns aus dem Verkehr ziehen, sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt müssen wir hier die richtige Balance finden zwischen Beschleunigen und Abbremsen. Wir arbeiten eben halt hier nicht mit Rädern, sondern eben mit Schubdüsen. Das ist immer so ein bisschen... Ein kleiner Tick kann dann schon wieder zu viel manchmal sein. Aber das sieht gut aus hier gerade auf dem Bildschirm. Okay, er zeigt schon an hier, bereit zum Aufsatteln. Oh, guckt euch mal an, wie die Kiste schon aussieht. Kannst du dir nicht ausdenken. So, Auftragsbörse, Händler, bla bla bla. Kann mir jemand den Lack gerade ziehen oder gibt es hier nur Aufträge? Das sieht unser Fahrzeug sieht scheiße aus. Man muss sagen, wie es ist. So, hier können wir erstmal eine Ladung annehmen. Aber das geht nach Neon. Ein Sprung. Kann ich hier nicht irgendwo, hier müsste doch jemand geben, wo ich den Lack richten kann. Break for barrel, break for barrel. This is Red Eddie, cooking good out here. So, hier sehen wir unseren Truck in der Station, in der Bucht, sehr schön. Was haben wir da? Astrocar-Fuel. Da können wir tanken. Da ist eine Tanke. Da müsste doch theoretisch dann auch eine Werkstatt sein, oder nicht? Müssen wir mal gucken, Freunde. Das heißt, erstmal absatteln hier. Und hoffen, dass nicht gleich der nächste Vollheini bei uns reinfällt. Now, who you calling old Ace? You've been out here just as long as I've been. Listen to you two turkeys arguing again. You're hogging the channel. Wo ist jetzt diese Station, die ich gerade gesehen habe? Ain't no one out here with us anyway. Paint? Also wir sehen hier einige Supplies drumherum. Ja, da. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. That's true. It's been pretty quiet today. Treibstoff. Absolute shame. Beautiful day here in Atlas Prime. Speaking of, I did speak with a 33 dealing with a breakdown over at Onyx. Didn't get their name, but GB's been calling Lucky J on account of their recent escapades. Oh yeah? Got yourself a green apple, Dusty? You know me. Das sieht aber nur noch nach Tank aus. Wir müssen mal gucken, wirklich, ob, Right, I'm gonna get going, lads. I've got a cold rig that's gonna go. I'm about down and gone, too. But thanks for the gate info, Barrow. Wir müssen mal schauen. Also das haben wir ja letztes Mal noch nicht gemacht. Ah, okay. Also wenn wir hier im grünen Bereich sind, startet automatisch das Menü fürs Auftanken. Das machen wir mal. Ja, wir werden hier, glaube ich, auch einiges sehen, was wir beim ersten Testlauf noch nicht gesehen haben, was aber auch super okay ist. Ich würde ja natürlich, bevor wir die Ware abholen und losdüsen, gerne hier noch den Lack richten, ne? Weil es sieht ja nicht mehr so frisch aus. Nachdem die Vollheinis uns da reingezwiebelt sind. So, hier sehen wir schon die Markierung für unsere Fracht. Da, Paint and Ride. Das sieht interessant aus. Ich glaube, das ist genau das, was wir brauchen. Aber das sieht dicht aus, oder? Da ist ein Schloss vor, oder? Ach, hör doch auf. Mist. Ja gut, es hilft nichts. Dann kümmern wir uns zuerst um die Fracht. Dann müssen wir eben halt mit dem angeschlagenen Lack hier rumfliegen. Das ärgert mich.
So, da seht ihr schon, rechts fliegt wieder so Müll rum. Immer gefährlich. So, hier haben wir unsere Fracht, die soll nach Neon, wenn ich das richtig gelesen habe. Da ist der Container. Ich habe jetzt erstmal nur einen genommen. Also hier natürlich dasselbe Prinzip wie bei der Station zum Andocken, ne? Das Prinzip ist hier natürlich genau das gleiche. Wir werden uns jetzt ausrichten und dann werde ich versuchen, so formschön wie möglich für euch hier anzudocken. An den Container und dann, ja, geht's auf Tour. Sofern ich die Strecke finde. nein, werden wir schon irgendwie hinbekommen. So, hier muss ich schon nachkorrigieren. Das war jetzt auch ein bisschen ungestüm gerade. Also auf jeden Fall läuft es deutlich besser als in unserem Testvideo. Ja, ich habe zwar jetzt einen Lackschaden, ne, aber wenn ich bedenke, wie viele Löcher wir hatten in der Hülle, das war nicht gut. Das war gar nicht gut. So, wie sieht's aus? Hallo? Meine ich doch. So, okay. Hallo? So, jetzt greifen wir auf die Galaxiekarte zu. Also, war diese Lieferung, habe ich das richtig verstanden, für Neo? Warte mal. Wir sind jetzt hier in Atlas Prime. Achso, die ist für Onyx. Okay. Das heißt, das wäre unser Ziel. Achso, ich kann hier mehrere Wegpunkte setzen. Das macht natürlich Sinn, wenn wir hier mehrere Systeme haben. Also, hier gibt es scheinbar so einiges an Systemen. Was ist das hier? Was ist das? Ist das ein Speedway hier? Ne, da haben wir diese Bewegung hier in der Linie. Sieht interessant aus. Egal, wir müssen jetzt über Highway 40 nach Onyx. Und ich hoffe... Ich finde das... Ja, da hinten ist Onyx ausgeschildert. Nur wo Onyx draufsteht, ist auch Onyx drin. Ne? Ist klar. So, wir haben hier einen Tank, oder was ist das? Ja. Okay. Ich muss nur mal gucken, ob wir hier jetzt ohne mit der Wimper zu zucken einfach durchfliegen können gerade, oder ob wir über den Highway müssen. Nicht, dass da wieder Trümmer rumfliegen, die uns hier elend Löcher reinreißen wieder. In die Karosse, das kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Ich glaube, wir fahren jetzt erstmal hier über den Highway. Ich hoffe, diesmal unfallfrei. Brille nicht auf. Etwas über 3 Kilometer. Bis zum Sprungtor. Ich nehme mal an, dass es ein Sprungtor ist. Nach Onyx. Was ich übrigens einen witzigen Fun-Fact finde, dass die Space Trucks hier Hupen haben. Ne? Ich meine, im All... hört man nichts, ja. Ist ja ein luftleerer Raum, ne? Das heißt, es wird ja auch kein Schall transportiert, ne? Wie sie hupen sollen, für was und wer das hören soll, ist da so eine ganz... Ach komm, nee. Jetzt geht das schon wieder los. Ich muss mir was für den Highway ausdenken, Leute. Das geht so nicht.
Ich möchte ja einerseits natürlich sicher vorankommen. Ich habe aber auch keine Lust. Der Kollege, der vor uns war, das war ja so ein richtiger Kriecher, ne? Das muss ja nicht sein. Es kann nicht sein, dass ich von dem weggerockt werde, einfach so. Das sind doch alles Kosten. Das kostet doch alles Geld, den ganzen Scheiß dann mal zu reparieren. Das muss ich doch irgendwie mal hier organisieren können. Egal. Da ist unser Tour nach Onyx. Da steht schon ein Kollege und wartet. Ey, ich will dringend mal meinen Lack hier reparieren. Das kann doch nicht sein, dass das nirgendwo reparieren kann. Aber das nur nebenbei. So, genau. Das wissen wir ja. Wir müssen hier nur in der richtigen Entfernung halten. Jetzt kommt erstmal der hier durch. Da werden wir noch nicht mit durchkommen. So, wir müssen nur nah genug dran sein. Genau. Na? Und grün? Was? Die Sprung ist verfügbar. Jetzt. Kein Scherz hier. Ja. Und ab geht's. Von wegen nicht verfügbar. So, jetzt kommt natürlich die Frage aller Fragen. Wer hat den Bums hier bestellt? Aha, da hinten ist eine Upload-Zone. Warte mal. Es ist natürlich sehr dunkel hier, ne? Das ist fies, weil in dem anderen System konnte man ein bisschen besser sehen. Da war es ein bisschen heller. Da hat man eben halt gesehen, wo eben halt Müll rumfliegt. Hier ist das jetzt nicht so gut zu sehen. Oh, das Truck sieht schon mal aus. Guckt euch mal den schönen Lack an. Das ist nicht okay. Finde ich nicht gut. So, Abladezone. 0,8 Meilen. Da sehen wir auch gerade den Highway. Nebendran. Hier fliegt Schrott rum, natürlich. Hier muss jetzt bei der Abladezone, ne? Typisch, ne? Das ist mein Glück und mein Segen, ne? Da fliegt Müll rum. Wir müssen gleich unbedingt mal, es muss doch eine Werkstatt oder ähnliches geben. So, jetzt aber erstmal Ladung loswerden hier. Gerade ein bisschen tief aus hier, ne? Ach, du lieber, ich bin hier... Jetzt komme ich hier schräg rein, oder was? Ich wundere mich schon, was ist denn das? Kriegen wir das so hin? Ja! Jetzt hätte es fast eben gepasst, ne? Aber ich bin ein bisschen zu sehr aus dem Rahmen hier jetzt gerade beim Abbiegen gekommen. Fide. Aber das könnte jetzt doch noch hinhauen. Sehr schön, warte mal. Haha. Einzelsprung Neon. So, lass uns mal schauen. Wir haben einen Bonus gekriegt für frühe Lieferung. Grundbezahlung waren 440. Bonus, also wie gesagt, für frühes Anliefern 92. Abzüge. Fahrlässiges Fliegen 110. Beschädigtes Kundeneigentum 247. Unprofessionelles Verhalten 4. Das heißt, wir haben jetzt nur noch einen Gesamtgewinn von 171. Ja, immerhin haben wir den Rang 2 erreicht. Aber das war natürlich jetzt Kacke, ne? Und wie gesagt, wir müssen gucken, dass wir das Ding irgendwie, ja, irgendwie repariert kriegen.
So, ist jetzt noch nicht wirklich Schaden, aber der Lack, ne? So, lass uns gucken. Zerbrechliche Ladungen, Just-in-Time-Aufträge. Ich nehme hier die zerbrechlichen Ladungen als erstes. Als Fähigkeit. Was haben wir hier dann? Frachtabfertigung. Größere Ladungen. Hier gibt es dann die zerbrechlichen Aufträge natürlich. Hier haben wir unser Fracht- und Inventarkarte. Konvoi. Hier kann man Konvoi fahren. Ach du lieber Himmel. Hey, Lucky Jay. Nice job getting your fragile loads permit. Oh, wir werden angesprochen. Now that you're cleared to haul breakables, I got a job I think you can handle. So, bevor ich jetzt irgendeinen Job annehme, würde ich gerne mal sehen, ob wir das Ding hier nicht doch noch ein bisschen fixen und reparieren können. So, erstmal den Kaffee hier. Ohne Kaffee geht nix. Auch nicht als Space Trucker. Da hinten ist eine Atlas Prime Station wieder. Oder was ist das? Nee. Doch. Ich bin jetzt am Überlegen. Wir müssen mal gucken, was hier jetzt in diesem Gebiet ist, überhaupt. Weil ich würde mich hier schon gerne mal den Lack glatt ziehen lassen. Ne? So ist es nicht. Da hinten ist wieder der Highway 40. Da sind wir ja hergekommen. Überlegen, Freund, ich bin am Überlegen. Ja, bevor wir hier jetzt lange rumsuchen, also ich finde, Atlas Prime ist auch ein bisschen übersichtlicher. Jetzt haben wir hier gerade aber eine Menge Müll rumfliegen. Ich muss jetzt gerade ein bisschen aufpassen. Da würde ich doch sagen, fliegen wir nach Atlas Prime zurück. Weil da sollten wir eigentlich alles haben und ich hoffe auch jemanden, der uns das Schiff reparieren kann. Wäre schon cool. Okay. Hier müssen wir die Bremse reinhauen. Wir müssen jetzt warten, dass hier das Tor sich öffnet. Jawohl. Halt. Eins, zwei, drei. Sprung. Die hatten wir aber vorher nicht, die Kollegen, ne? Die hatten wir vorher nicht. Results are satisfactory. Was ist das? Ein Liberty Terminal? Also wir haben hier wahnsinnig viele Terminals. Triff Red Eddy. Auftragsbörse Shop. Ich brauche eine Reparatur, keinen Shop. Tankstelle haben wir. Wir haben einen Shop, wir haben eine Auftragsbörse. Aber hier mit Lackiererei und dem Bums. Das haben wir nicht. Das haben wir. Ja, was heißt haben wir nicht? Aber habe ich keinen Zugriff drauf. Und ich weiß nicht warum. Warum das noch gesperrt ist. Ich meine, gut, ne, jetzt sind wir schon unterwegs. Jetzt können wir natürlich mal gucken. Du kannst ja mal hier den Shop bzw. die Auftragsbörse mal angucken. Wenn wir schon unterwegs sind, können wir es auch machen. Bringen wir uns mal gleich in die richtige Richtung hier. Ey, das Ding hat aber auch Schmackes, ne? Ich muss mal so ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht übersteuere. So. Kein Ziel, das wird sich gleich ändern. Da ist die Andockstation. Ganz zärtlich.
hat sie eben schon gesehen, ne? Ich hatte hier schon wieder eigentlich schon fast ein bisschen zu viel Speed drauf. Ich muss das hier gerade so ein bisschen ausgleichen. Na, komm. Ich hoffe, das passt so. Es ist nicht ganz gerade, aber ich hoffe, es wird trotzdem passen. Na? Kollision festgestellt, tue ich auch. So, Aufsatz. Sieht aus, ne? Junge. So, okay, was gibt's denn hier so? Wir kriegen hier Container. Sind die zum Lagern oder wie? Hartschalencontainer enthält ein Gegenstand. Ja, das scheinen wirklich Sammelcontainer zu sein. Dann haben wir hier Energiezellen. Wir haben gesehen, unser Truck, also wir haben nicht heute, aber im Testvideo haben wir ja schon gesehen, dass man auch einige Sachen an Bord hat, die man auch braucht. Technik zum Beispiel. Man sollte immer gucken, dass man hier, was weiß ich, Energiezellen dabei hat. Treibstoff, ne? Falls das eine oder andere mal ausgeht oder kaputt geht, ne? Ist klar. Das ist jetzt allerdings nicht das, was ich brauchte. Es sieht so aus, als wenn ich tatsächlich... Ich werde jetzt mal diesen Dings anfliegen. Dieser Paint and Ride oder wie er heißt, dass ich wenigstens, vielleicht zeigt er uns ja an, was ich benötige, damit ich mein Geld da ausgeben darf. Ne? Das ist ja auch mal was Neues, dass wir unser Geld da nicht ausgeben dürfen, sondern erstmal etwas tun müssen, um unser Geld zu verschwenden. Kann man natürlich auch machen. Das heißt, dann hilft doch nichts drumrum, wir müssen noch mal auf den Highway. Richtung Medusa 6. Na gut. Also diese Optik von dem Spiel finde ich richtig, richtig geil und auch für die Preisklasse, in der sich dieses Spiel bewegt, ist das wirklich großes Kino, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten, was die Steuerungsfeinheit angeht oder das Verhalten der Mittrucker hier, wo man manchmal sagt, naja, muss das sein, ne? Jetzt nicht wirklich schlimm. Aber ja, ne? Aber vielleicht wird es ja noch so ein bisschen gefixt hier und da, angepasst. Schauen wir mal. Alter, wieso kriege ich das nicht gebacken, hier einfach gerade über den Highway zu fahren? Das ist das, was ich meine, ne? Das sind so... Junge. Muss ja nicht sein. Also die Highways sind eine coole Idee, ich finde es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, sich auf denen zu bewegen, weil man ist sehr schnell off course, ja, vom Kurs. Siehst du, genau das meine ich. Und dann gibt es einen rangerammelt, ja, ganz einfach mal, ne. Weil diese Begrenzungen hier sind natürlich massiv, ne. Und das gibt Schaden, ne. Und jetzt haben wir hier schon wieder Abzüge. Sowas ist natürlich ärgerlich, ne, sicher... Ne, ist dann in dem Moment mein Fehler. Aber ich weiß nicht, ob man das vom Flugverhalten nicht ein bisschen besser machen kann. Dass man da ein bisschen schneller drauf reagieren kann. Beziehungsweise den Kurs korrigieren kann. Weil hier die Reaktion ist dann doch recht träge. Was wahrscheinlich auch so gewollt ist. Weil es ist ja ein Space Truck. Ne? Aber ja, ne, jetzt ist der Lack wirklich ab. Ne? Endgültig.
So, und jetzt müssen wir mal gucken, wo dieser Lackmeier ist hier. Wo ist er denn jetzt? Da haben wir ein Astrofuel. Das ist ja den Kram wieder so, ne? Hier wenden, da bin ich mir ziemlich sicher. Da ist Paint and Ride. Jetzt sehe ich. Da sehe ich den Paint and Ride. So, jetzt hat mir die Ansicht völlig zerschossen, die ich gerade hatte. Ist nicht so einfach. Ist nicht so einfach. Ich muss jetzt auch tatsächlich wieder ein bisschen reinkommen. Wir haben es ja nur einmal angespielt. So, hier haben wir die Station Palmview. Da haben wir wieder unten eine Tanke. Ich weiß gar nicht, ob es sich hier lohnt, jedenfalls bei meiner Fahrweise, überhaupt zu lackieren. Weil da ist der Lack so schnell ab, so schnell kannst du gar nicht gucken, ey. So schnell kannst du gar nicht gucken. Aber ist jetzt mal ohne Scheiß, es muss doch einen ganz normalen Reparaturshop geben, wo du allgemeine Reparaturen durchführen kannst, Lackierung. Muss man das erst wirklich verdienen? Jetzt bitte. Nicht euer Ernst, oder? Okay, die Kiste ist definitiv zu. Hat er den Laden dicht gemacht? Insolvenz, geschlossen, keine Ahnung, aber hier ist nichts zu backen. Hier steht's auch noch. Repairs. Wieso zur Hölle ist das Ding zu? Oder hat er Geschäftszeiten? Ich weiß es nicht. Das nervt mich jetzt. Jetzt ohne Scheiß, Freunde. Nervt mich richtig. Gut. Ich will es heute ja auch nicht über die Maßen strecken, deshalb würde ich vorschlagen, wir bewegen uns mal zu dieser einen Station nochmal. Der hier. Und schauen mal, was Palm View uns zu bieten hat. Witzigerweise sehe ich hier keine Andockstation. Was haben wir hier? Star Break Supplies. Das sieht auch wieder nach dem Shop aus. Ich glaube, das ist auch wieder. Hat nur einen anderen Namen. Ein ganz normaler Shop eben halt, ja, genau. Dann haben wir eine Auftragsbörse. Also ich muss auf jeden Fall mal schauen, ab wann ich oder wann überhaupt generell ich mein Schiff reparieren kann. Oder was sage ich, mein Schiff? Wir reden hier von Trucks, Freunden. Wann ich meinen Truck reparieren kann. Und ja, ich würde mal sagen, das wäre dann mal so die Grundlage erstmal, damit wir hier weiterfliegen. Denn natürlich will und muss man ja auch seinen Truck ab und zu mal richten. Ne? Der muss ab und zu repariert werden.
Und ich muss mir noch was zum Flugstil definitiv einfallen lassen. Dass, nee, ich kann nicht so viel Geld verlieren jedes Mal für jeden Auftrag. Das geht nicht. Das geht null. Ups, hier stehe ich aber völlig schief. Warte mal. Da kann ich lange stehen und rangieren. Das wird so nix. Ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare eure Meinung, eure Gedanken zu diesem Spiel. Vielleicht zockt ihr es ja auch selber. Ich weiß es ja nicht. Lasst es mich mal wissen, ne? Einfach einen netten Kommentar reinschreiben, freue ich mich immer. Und jetzt sehen wir mal zu, dass wir hier... Okay, jetzt macht er erst das Undock-Panel auf. Ich habe mich nämlich schon gerade gewundert. Ich habe jetzt gerade nämlich diesen Zielkreis gar nicht gesehen. Da dachte ich schon, na, was ist denn da schiefgelaufen? Aber alles in Ordnung. Wir sind in der richtigen Richtung unterwegs. Ja, ganz ruhig, ganz locker. Man sieht übrigens immer sehr schön an dem Schloss hier, an dem Schloss links neben unserem Andockhebel, wann ihr bereits andocken könnt. Na, also ihr müsst nicht immer bis zum letzten Moment warten oder bis es kracht, im schlimmsten Fall natürlich nicht. Aber sobald dieses Schloss links neben dem Hebel umschnippt, könnt ihr andocken. Na, hier bin ich noch ein bisschen zu schräg scheinbar dran. Er lässt mich noch nicht andocken. Da sehen wir es, jetzt sind wir einigermaßen gerade. Jetzt lässt er uns aufsatteln. Also es muss nicht immer, und das finde ich nett von dem Spiel, es muss nicht immer 100%ig, 200%ig gerade ausgerichtet sein. Na, er lässt sich ganz einfach da aufsatteln. Gut, ja, also hier sind wir wieder an der Auftragsbörse. Hier könnten wir uns dann den nächsten Auftrag holen. Das werden wir dann beim nächsten Mal auch machen. Freunde, ich hoffe, diese kleine Folge, dieser kleine Einstieg, sage ich es jetzt mal, denn das ist es ja eigentlich auch, hat euch gefallen? Wenn ja, lasst gerne ein Like, Follow da, ne, die Glocke läuten, netter Kommentar, ihr wisst, wie das läuft. Ne? Schaut gerne auch mal bei im neuen Shop vorbei. Bis zum 23. gibt es da 25% auf alles, außer auf Tiernahrung. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ansonsten euch schon mal ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.